Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, wir haben ein wenig den Überblick verloren, denn unser guter alter Freund Belek wartet hier unten auf uns. Nein! Ah, verfluchte Credo-Punkte, die will ich ja gar nicht. Ich will auch hier runter. Jetzt müssen wir wieder nachjagen. Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivert nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Undenkbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Ich freue mich schon auf Notre Dame. Dann wollen wir weitermachen. Sie können Ihre Geräte, Munition und Medizin in Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen, Gesellschaftsclubs. Spüren Sie weitere auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren, um mehr von der Karte aufzudecken. Okay. Was passiert als nächstes? Kaufen wir mal kurz ein. Verbrauchsgegenstände. Eine Rauchbombe haben wir wieder voll. Mein Geld haben wir ja im Moment genug. Kirschbomben sinnvoll. Und den Rest können wir wohl noch nicht. Fähigkeiten. Schleichen. Gemeinschaftssinn. Ach so, mit anderen Spielern teilen, okay. Okay, auch nicht schlecht. Na gut, gib mir das weiter. Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Und all das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Monsieur de la Serre glaubte an einen Waffenstillstand. Und was hat es ihm gebracht? Ja, den Tod, leider. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Serre. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre Dame de Paris und finde dort den Templeragenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen im Einklang mit unseren Regeln. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Abschlussfeier, Sequenz 3, Erinnerung 1 abgeschlossen. Und weiter geht's. Attentat aus der Deckung haben wir nicht geschafft, aber wir haben wieder Belek Schritt gehalten. Okay.
Das heißt, wir verlassen erstmal diesen dieses Hauptquartier. Nicht so schreckhaft, Jungs. Jetzt hier nochmal hin. Ach ja, hier war unser Initiationsritus. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Schwierige Wörter. Da hinten geht's raus. Sei gegrüßt. Ja. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon riesig auf Notre Dame. Oh, wer bist du denn? Ah, jetzt Koop spielen. Es werden Köpfe rollen. Ja, maximal zwei Spieler. Diese Koop-Mission werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn wir so die ganze Story im Grunde durch haben. Dann werde ich vielleicht mit Dave Crow, aber auch ein anderer Kollege hat sich auch schon gemeldet, er würde mit mir auch gern Koop spielen. Dann werden wir die Koop-Mission einmal herannehmen. Aber erst einmal liegt für uns die Hauptstory und die kleinen Nebenquesten im Vordergrund des Geschehens. Ja, Notre Dame ist unser Ziel. Was ist denn dieses V auf der Karte? Den Boten töten, ohne entdeckt zu werden. Gemacht. Bote ist tot. Das haben wir doch clever gelöst, wobei so richtig... Oh, wir haben Bier gefunden. Und 5 Franc. Kirschbomben sind voll. Stinkende Holzschuhe. Den finde ich immer noch sehr lustig. Was auch immer wir damit machen können. Ach. Nach Versailles reisen. Okay. Schauen wir mal kurz auf der Karte nach. Bisschen ranzoomen, was haben wir denn hier? Da ist zum Beispiel... Ja, erstmal den Aussichtspunkt klar machen, würde ich sagen, damit wir besser wissen, was hier denn so abgeht. Ja, wilde Kamerafahrt. So, hier durch die Gasse durch. Die illuminierten Gassen. Ich muss ja immer noch sagen, also jedes Mal, wenn ich in dem Spiel jetzt drin bin, es sieht einfach wunderschön aus. Ah, herrlich. Natürlich könnten wir auch noch in der klettern, aber da, das tun wir gleich schon, wenn wir gleich... Oh, da bin ich doch am Punkt schon vorbeigerannt. Da ist er. Ah, müssen wir hoch. Das sollten wir auch relativ ratzfatz hinkriegen. Zack. Ja. Die letzten Meter noch. Ja, hier an der Seite sind die mit den Lamellen. Sind die Lamellen offen. Sehr schön. Schaut schon, setzt schon sehr geil aus. Da hinten ist Notre Dame. Ja, und bevor ich hier mit einer billigen Kamerafahrt komme, kommt jetzt hier die professionelle. Ach ja, herrlich. Und dann einmal bitte den.
Todessprung der Assassinen hervorragend. Jetzt haben wir natürlich die Karte freigeschaltet. So, da befinden wir uns. Ah, da hinten ist eine Kiste. Und wenn ich sage Kiste, dann ist ja wohl klar, was ich jetzt mache. Wir pfeifen einfach mal auf Notre Dame. Wir wollen die Kiste haben. Platz da, Kiste. Hui, Kiste. Hau nicht ab, ich bin ein Guru, bist kein Patriot. Es geht richtig flüssig von der Hand, dieses Kampfsystem. Verdammten Faschisten. Schön, dass wir auch in diesem Spiel etwas gegen Faschisten haben. Und dann erstmal die Kiste bringen. Sehr schön. Liegen denn auf dem Weg auch noch ein paar andere Kisten? Ja, sogar ein paar. Würde ich sagen, da ist unser nächstes Ziel. Denn die Kisten zu sammeln ist natürlich auch wichtig für den allgemeinen Fortschritt. Und im Moment würde ich auch sagen, dass wir lieber auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ich glaube nicht, dass die Kisten in den luftigen Höhen versteckt sind. Wobei diese schon. Dann müssen wir da hoch auf den Balkon. Ach, herrlich. Aber ich hätte es nicht in dieser Gegend mit so einer schicken Wohnung gerechnet. Also es ist auch sehr edel eingerichtet hier. Und dann machen wir direkt die nächste Kiste. Was soll der Geiz? Das war jetzt auch keine allzu lange Reise. Wir machen uns jetzt quasi nach und nach auf dem Weg Richtung Notre Dame. Ich werde jetzt auch nur die Kisten machen, die jetzt hier geradewegs auf dem Weg liegen. Das heißt, die da drüben, die beiden, die machen wir ein andermal. Zack. Und auf zur nächsten. Die ist da oben im Fenster drin. Das habe ich ja sofort entdeckt. Schön hereingeschwungen. Und die nächste. Ach ja. Was man mit all dem ganzen schönen Geld auch kaufen können. So. Und die letzte Kiste auf dem Weg, denn wir haben immer noch kein Schlösserknacken. Führt uns dann da lang. Und wieder schön hineingeschwungen. Geht's hier raus? Ja. Na, wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Herrlich. Da ist mein Sammlerherz doch schon wieder ein wenig befriedigt. Und das war die... Ah, der Rat-Assassin, okay. Ein bisschen mit der Karte schon mal klarkommen. So, da ist der nächste Aussichtspunkt, den holen wir uns jetzt auch noch und dann geht's ab. Nach Notre Dame. Oh, das war der Falsche. Verbrecher getötet. Und die Polizisten. Das sollte reichen. Ich sorge für Recht und Ordnung. Und dafür, dass die Ordnungshüter auch recht auf dem Boden liegen. So. Nun aber nichts wie hin zu dem Aussichtspunkt. Ich glaube, hier können wir auch mal langsam wieder anfangen, auf den Dächern von Paris zu wandeln. Hoch hinaus geht's. Hier lassen wir uns doch von keiner Kiste erstmal abbringen.
Erstmal jetzt das Wichtigste. Den Aussichtspunkt erreichen. Wenn ich denn ein bisschen cleverer klettern würde, dann würde das Ganze auch viel einfacher. Oh, nach ganz oben von Notre Dame. Und wie wir schon gehört haben, soll Notre Dame 1:1 von der Größe gebaut worden sein. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Ja, komm, hoch da. Er stellt sich ein bisschen schwieriger an, als es eigentlich sein sollte. So, jetzt haben wir da mal langsam raus. Jetzt sind wir auch schon fast oben. Vielleicht finden wir ja auch Quasimodo, der da oben seine Glocken spielt. Ah. Die Wasserspeier von Notre Dame. Sehr schön. Nein! Das war so nicht geplant. Verdammt mich nochmal. So geht's natürlich auch. Und ich bin auf der falschen Turmseite. Das heißt, wir rennen einmal hier quer rüber. Hallo? Wirst du wohl? Wo können wir am besten hochklettern? Das ist jetzt die Frage. Oder kommen wir hier so hoch? Wo müssen wir von dem anderen Gebäude rüber? Ah. Ich will da hoch. Verdammt nochmal. Jetzt verhöhnt ihr mich auch. Nach dem Motto, du kannst hier nicht rein. Irgendwo müssen noch die Lamellen offen sein. Vielleicht da? Jawoll. Ein hartes Stück Arbeit. Jetzt sind wir oben. Nur leider auf der falschen Seite. Aber so geht's natürlich auch. Ah, endlich auf der Spitze von Notre Dame. Und jetzt freue ich mich schon auf diese Kamerafahrt. Schon richtig beeindruckend. Ach ja. Ja, und mit dieser Aussicht auf diese kleine Menschenmasse da unten beende ich da einfach mal hier die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann einfach mal so einen kleinen Klick auf den Daumen da lassen. Ist nicht gerade viel Arbeit, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Unity.